Willkommen zurück zu Let's Play Earthbound. Zweiter Versuch, den Gegner zu besiegen mit Paula. Mal gucken, ob es diesmal was wird. Natürlich gab es noch einige Level-Ups und die haben uns Vorteile gebracht. Wir haben nämlich Life Up Beta gelernt. Das heilt 300 HP. Kostet dafür aber auch 8 PP. Dann mal gucken, was ich mache. Ich habe auch mir die Videos angeguckt, habe erstens bemerkt, dass Shield nichts bringt und zweitens, dass Psy-Gaming nur geringfügig mehr Angriff macht. Normal Angriff 50, Psy-Gaming 80 HP. Das ist es mir nicht wert. Ich benutze meine PP, um mich zu heilen. Und Paula macht Psy-Freeze. Beta auch eine neue Attacke. Ist aber eine stärkere Version von Freeze Alpha. Aber scheinbar ist der Gegner dagegen resistent. Da steht nämlich, also nicht wirklich resistent, aber macht halt sehr wenig Schaden. Da steht, it may not be effective against some enemies. Wahrscheinlich zählt er dazu. Wusste ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt, aber dann mach ich mal Fire als Alternative. Braucht nicht wirklich viel Schaden. Dann was kann sie noch? Thunder trifft halt wenig. Vielleicht habe ich auch Glück. Ne, habe ich nicht. Dann muss ich Paula wohl heilen und was, wenn Paula nur einen Angriff macht? 2 AP lohnt sich nicht. Der kann ich auch heilen. Kacke. Dann kann wohl Paula nicht mehr nur zweimal Fire. Damit bleibt sie leider etwas nutzlos. Schade. Ich kann ja nichts mehr mit ihr machen. Dann muss ich wohl einfach nur Schaden zufügen. Und natürlich mich heilen. Okay, Paul hat gesmashed und das macht schon viel Schaden. Ich dachte, der wird mich jetzt besiegen. Ich warte erstmal noch, bis das DAP ganz oben sind. Also lange muss man auch nicht warten. Und Glück besiegt. Das war ganz schön. Doch knapp. Aber das lohnt sich auch besiegt zu haben. Es gibt ein sehr tolles Level-Up von Ness. Paul hat leider nur ein kleines Level-Up. Dann sind wir jetzt beim zweiten Heiligtum. Sollte man vielleicht auch ein bisschen lauter machen. Habe ich wieder vergessen. Dann können wir uns hier nochmal die Melodie anhören. Sunstone. Na, das war's auch schon. Bei der Musik kommen noch richtig viele Ebenen dazu. Also es ist richtig viel. Da kommen noch ein paar mehr Ebenen mit dazu, wenn man je mehr man hat. Und die Gegner haben auch wieder Angst vor uns und rennen weg. Das können wir ausnutzen, nicht schon zu besiegen. Das ist ziemlich einfach, bevor sie angreifen können. Durch ein Heiligtum haben wir uns auch geheilt. Magnet Alpha. Wieso könnte ich ja auch noch mal alle neuen Attacken zeigen. Einmal hier 300 HP. Dann Healing. Ich zeige es einfach mal. Ohne jetzt speziell vorzulesen. Ihr könnt das Video pausieren. Hundertzwanzig.
zwischen Feuer und Freeze, allerdings trifft es halt nur wirklich häufig. Also nicht häufig. Psi-Magnet. Da können wir uns 2 bis 8 pp vom Gegner stehlen. Das hatten wir auch schon mal bei diesen mobilen Samen. Wenn ihr euch daran erinnern könnt. Und sie hat ein Psi-Shield. Es blockiert, da also beim Zeitpunkt steht, it blocks an enemy's Psi-Attack, also gegnerische Psi-Attacke. Und bei Ness haben wir halt nur Schaden, der den Gegner ausfüllt, bei 50%. Vielleicht hat es ja doch einen Effekt, nur ich habe es nicht gemerkt, wer weiß. Ja, ich weiß auch nicht. Mit diesem Schild. Versuch mal mit Ness den Bär und Paula die Ratte. Und Smash besiegt. Weil Alpha, also der, nicht Alpha, Betty Elf Alpha schon Schaden von Paula genommen hat, habe ich mal sie noch mal angreifen lassen, weil sie weniger Schaden macht. Aber es war scheinbar nicht notwendig, denn sie hat nicht getroffen. Dann müssen wir wieder zurückgehen. Den selben Weg nochmal zurück. Weil, wie gesagt, sie ist diesmal einfacher. Also ich kann auch, was ich euch zeigen kann, einfach die ganzen Gegner meiden. Den Schmetterling hole ich aber trotzdem. Brauchst du den? Ja, wir sind jetzt schon völlig voll. Kein einziger Gegner hat uns Schaden zugefügt. Dann halt nicht. Ich zeige euch mal, die greifen es wirklich nicht an. Manchmal können die bei engen Gängen nicht so recht, nicht richtig zurückgehen und stehen dann ein bisschen im Weg. Aber sonst greifen die uns nicht an. Das war's. Oh ja. Hab ich gesehen. Haben die neue Items? Wird mal sagen, nein. Ich kann trotzdem nachgucken. Nein, 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 nein. Da hab ich 11 Dollar. Direkt mal hier die Pausen. 11. Ja, kannst mir später danken, du Maschine. Wir können jetzt mit Paula zurück nach Tusten. Hätten wir schon vorher machen können. Aber wir können da weiter, nämlich wir sollten zurückkehren, wenn wir Paula haben, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Dafür muss ich aber wieder in dieses Gebiet und die Feinde hier sind nicht friedlich geworden. Komm, ja, vorbeischleichen. Da sind sehr viele Feinde auf dem Bildschirm. Schade, da haben wir einen Erstangriff, aber es ist in Anführungsstrichen nur das UFO, das macht einen Schaden zu Paula, das ist erbärmlich. Okay, sie sind zwar aggressiv auf uns, aber das sind Gegner, die besiegt man sofort. Da kann man sehen, was Level-Ups ausmachen. Und es waren noch nicht wirklich viele Level-Ups. Der mobiler Sprout. Ich glaube, er ist auch am gefährlichsten, weil er Psi stehlen kann. Aber er kommt halt nicht dazu. Die beiden haben Erstangriffe, machen genügend Schaden, um ihn direkt zu besiegen. Ist nur für ein Item. Ich dachte, da wird es weitergehen. Und halt nicht. Ich bin ein Robo, kann. Ich wollte sagen, ich habe wirklich Schaden zu fügen, aber irgendwie auch nicht. Nur 6 HP. Erbärmlich. Ganz viele Feinde, aber sie können es alle nichts anhaben. Wohl die explodierenden Bäume vielleicht. Die sind am gefährlichsten. Die explodierenden Bäume. Das macht den explodierenden Baum, wobei den sollte man nicht zuerst angreifen. Man sollte den zuletzt machen. Das war ein kleiner taktischer Fehler. Aber ich habe noch rechtzeitig gemerkt, dass es falsch war. Denn
dieser Bomb explodiert ja, wenn man ihn besiegt hat. Macht natürlich einen Schaden, aber besiegt uns nicht, weil die HP vorher ausrollen. Das macht sie jetzt wohl zu den stärksten Gegnern. Jetzt sag mir nicht, dass es oben auch nicht lang geht. Da kommt dann noch so ein zweiter hinzu. Es bin ein Robot. Und jetzt zu dir. Und besiegt. So langsam will ich aber auch mal voranschreiten. Ich weiß nicht, ob oben oder unten. Vielleicht gehen ja beide Wege. Hier ist was. Hardhead. Bringt uns irgendwas. Homeset. Paula hat das. Sie hat Ribbon. Hardhead würde die Defensive senken. Ich glaube, das wird doch bei Ness so sein. Also, nein, danke. Zu Homeset. Kann ich ja mal verkaufen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Dann auch mal dich und ich krieg keinen Erstangriff, obwohl ich direkt vor ihm stand. Was ist für Schaden zu Ness? Hat etwa Paula eine bessere Verteidigung als Ness? Okay. Dann auf nach da. Und ein weiterer von diesen Gegnern. Und Ness. Mach ihn platt. Ach komm. Dann halt jetzt. Die Gegner haben auch alle nicht so viele Erfahrungspunkte wie die bei Peaceful West Valley. Denn Ness kann einen heilen. Quatsch. Kann beide heilen. Dann mach es doch. Es ist selber. Paula. Und jetzt. Hau nicht ab. Hau nicht ab. Scheinbar ist hier auch die Brücke repariert. Blau, blau, blau. Ups. Ich wollte es nicht mehr sagen. Ich habe die Brücke repariert. Als Anzeichen meiner Entschuldigung. Ich versuche einfach nur zu helfen. Ist ja gut. Yay! Doppel-Yay! Das wurde das Spiel erkannt, dass wir einfach überkrass sind. Und dachte ich einfach nur so, nö. Dagegen musst du jetzt nicht kämpfen. Was ich auch an Earthbound mag, dieses Feature, dass wenn Kämpfer einfach zu leicht sind, dass sie dann übersprungen werden. Nur manche Kämpfe werden später kommen. Da ist es so, dass sie übersprungen werden, obwohl sie immer noch interessant wären. Sondern einfach nur, weil man Backattack hat. Naja. Sind hier die Feinde? Noch einer. Weil wir mir alle keinen Schaden erlitten. Das heißt, nein, danke. Die können es aber noch angreifen. Aber auch wieder Backattack. Da werde ich allerdings die Chance nutzen, die Flucht zu ergreifen. Wie gesagt, wenn man ein Gegner einen Erstangriff hat, kann man während dem Erstangriff zu 100% fliehen, aber auch nur während dem Erstangriff. Ansonsten ist die Chance ziemlich unwahrscheinlich. Hier haben wir eins dieser blau maskierten Frauen. Sie sind ja nur so blau, damit man sie von den anderen friedlichen unterscheiden kann. Das ist der Grund. Wenn ihr euch erinnert, wir sollten ja mal noch mal zurückkehren.
Zuerst solltest du sie zu ihren Eltern bringen. Sie machen sicherlich Sorgen. Ich werde dir etwas geben. Also, komm wieder zurück, versprochen? Okay. Dann los. Wir müssen zu Paulas Eltern. Und wenn ich mich recht erinnere, sind sie bei der Polarsternschule. Also hier. Hier, das ist die Schule, Vorschule, bei dem Paula ist oder wohnt. Oh, Paula! Das danke dir so sehr. Du musst ein Junge sein, der versuchen will, die Welt zu retten. Wie in Paulas Träumen. Paula, ich bin mir sicher, dass du wirklich eine große Hilfe zu mir sein wirst. Es ist nicht leicht, jeden Tag ein Vater zu sein. Warum? Ja. Ja, wir müssen nach Tweed, aber wie denn? Das sind Geister. Und er wird nicht mehr weinen. Folgt uns. Nein. Was ist hier? Das ist ein Teddybär. Den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Nämlich die Teddybären, die werden im Verlauf des Abenteuers echt schwach. Noch sind sie voll wahnsinnig große Hilfe. Noch. Mittlerweile geht so. Also geringfügige Hilfe. Und bald werden sie Abschaum sein. Hallo, Ness? Evertweet ist. Schaut um. Er hat etwas für dich, ja. Oh, das ist ein Gegner. Den hätte ich fast übersehen. Ja, dieser New Age Retro ist etwas stärker als die Frau. Habe ich so ein Gefühl, aber wir sind einfach überstark. Auch interessant ist, dass Paula den Erstangriff hat. Sie hat wahrscheinlich eine höhere, wie heißt dieser Statuswert? Speed. Nein, können wir austesten. Ist wirklich so. Ist fast doppelt so groß. Ich wollte zu meinen Eltern gehen, aber. Keine Lust übersetzen. Das ist das. Es sind 10.000 Dollar. Benutze das Geld irgendwie, wie du likest. Du kannst mir nicht danken. Akzeptier es einfach. Nun plane ich, die nach der Evil Money Money Statue Ausschau zu halten, die in Liar X Agarwedge unter Unet ist. Ich werde dich in einer anderen Zeit in einen anderen Raum sehen. Und erhalten. Das sind 10.000 Dollar, aber die können wir nicht einfach so verwenden. Einige würden jetzt sagen, auch wieso denn nicht? Also das ist hier in diesem Geldbeutel, Ward of Pills, und den können wir einfach nicht verwenden. Ich glaube, wir können auch nicht droppen. Nämlich, er ist ein wichtiger Gegenstand, ist wie so eine Art Schlüssel. Halt, im übertragenen Sinn, Schlüssel in Anführungszeichen. Denn die Runaway 5, wie ihr vielleicht wissen, sind in großen Schulden und wir können die damit entschulden. Aber wir haben jetzt die 10.000 Dollar, die sie brauchen. Aber es ist noch nicht die Zeit dazu. Ich glaube, wir müssen ihn erst einmal zuhören, wir ein Ticket kaufen. Und ich glaube auch, wie wir das hinkriegen. Wo ist die Karte? Falsche Richtung, wir müssen zum Dead Store.
da habe ich mir nichts geholt. Aber ich glaube, da gibt es diese Eintrittskarten zu kaufen. Ja. Okay. Können wir jetzt bei ihr kaufen? Also es sollen ja 20 pro Sitz sein, also müssen wir jetzt 40 holen, oder? Irgendwo kriegt man die zu kaufen. Oder irgendwo hier, Bäckerei, Burger. Warte. Man kann das Menü nicht öffnen, wenn man bei der Treppe gerade ist. Haben wir nicht schon ein Ticket? Warte mal. Ich glaube, wir müssen die nicht hier kaufen. Mir ist gerade was anderes eingefallen. Ich glaube, da habe ich das mit irgendetwas verwechselt. Und auch so, die 10.000 Dollar würde ich theoretisch auch durch Offscreen Farmen kriegen, aber ich glaube schon, dass sie es so gelöst haben, weil das einfach nur nervig wäre, wenn man sie jetzt ausgeben würde. Ich glaube, wir müssen sie einfach ansprechen, dann kriegen wir die Tickets. Tatsächlich. Dann tut's mir leid. Auch nicht du schon wieder. Er wird uns noch häufig nerven. Aber immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Das ist cool gemacht. Es braucht so ungefähr eine Stunde Spielzeit, bis dass man zum nächsten kommt. Und in der Stunde vergisst man es nicht. Ja, die Tickets. Hier, Tickets. Und dann startet auch gleich immer noch Five los. Wir könnten hier theoretisch mit anreden. Jetzt auch dieser New Retro IP, aber der ist nicht da und wir können hier nicht rein. Scheinbar müssen wir erst mit allen reden. Okay, jetzt können wir rein. Okay, mal mit allen reden. Ich werde mal nicht übersetzen. Weil es nicht wichtig ist. Naja, was reden Sie von Freedom? Stimmt, ihr müsst es ja tun. Zufällig habe ich auch die 10.000 Dollar. Also ich könnte euch retten. Aber leider geht es nicht. Warte mal, was ist, wenn ich jetzt einfach so die 10.000 Dollar gebe? Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Was? Der denkt, es wäre Falschgeld. Natürlich mit den Rind, ich möchte die diese Dinger auschecken, aber halt nicht. Also ich wusste auch noch nicht, dass er denkt, dass das Falschgeld wäre. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert. Aber so viel kann ich ja schon mal verraten. Der Verkäufer, der denkt nicht, dass es Falschgeld wäre. Dann macht mal eure Show. Bei Earthbound Beginnings war die schon lame. Hier ist sie etwas unlamer, aber immer noch lame genug. Und das Schlimmste ist, im weiteren Verlauf des Spiels sehen wir sie nochmal. Nein! Ich weiß jetzt nicht, was 16-Bit-mäßig an Möglichkeiten da wäre, sowas zu machen, das interessant ist, sowohl von der Grafik her als auch soundtechnisch.
weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie damals abgefeiert worden ist, dass sowas geht. Aber ich bin mir sicher, dass es aus heutiger Perspektive lamer wäre. Und das war's auch schon, könnte man denken, aber beim zweiten Mal ist es länger. Viel länger. Und jetzt haben wir uns angesehen. Und erst jetzt funktioniert das. Ja, weiß ich auch schon. Dann müssen wir noch zu dem hingehen. Yippie! Du hast mich überrascht. Nur mich nicht sicher, was ich tun soll. Ich hab das Geld bekommen. Natürlich habe ich das Geld bekommen. Und nun sind die Runaway 5 frei. Und können verlassen. Und darüber sind sie froh. Jeder von ihnen wird sich einmal noch beschweren. Oder auch nicht. Und sie wollen diese Stadt verlassen und ich auch. Also, Aufi! Lass uns nach Tweed gehen. Unser Tourbus ist zu laut für jegliche Geister. Möchtest du mitkommen? Ja? Oh ja, lass uns gehen. Und wir gehen einfach so durch die Wand durch. Noch nicht mal die Tür, sondern durchs Fenster. Und für einen kurzen Moment sind wir seitlich gefahren. Und dann geht's auf. Nach Tweed. Und die Geister können uns hier nichts anhaben. Wahrscheinlich, weil sie nur kleine, hilflose Kinder aus ihren Tunneln scheuchen können. Wir sehen sie auch noch. Na, wir sind einfach viel zu schnell für die. Ich komme gar nicht hinterher. Nein. Nein, das ist so schnell. Interessant. Eben war es hell und jetzt dunkel. Sieht so aus, als wäre, müssen wir jetzt Abschied nehmen. Diese Stadt, ja. Als ob ich nicht wüsste, wie die Stadt aussieht. Ziemlich creepy. Eine Geisterstadt. Aber sie kommen im nächsten Part. Ciao, Leute.